Nach Schüssen vor einem Kölner Fitnessstudio ist ein Mann gestorben. Der Schütze ist der deutschen Presseagentur zufolge nach der Tat am Dienstag um 16.45 Uhr auf einem E-Scooter geflüchtet. Wie die dpa unter Berufung auf die Polizei berichtet, beschrieben Zeuginnen und Zeugen den Täter als einen maskierten, dunkel gekleideten jungen Mann. Der Gesuchte war am Mittwochmorgen weiterhin flüchtig. Zu möglichen Hintergründen der Tat vor dem Fitnessstudio im Stadtteil Kalk äußerten sich die Ermittlungsbehörden bislang nicht. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden. Ein dpa-Reporter berichtete von 3 Patronenhülsen, die auf dem Boden lagen. Ein Schuss durchschlug die Heckscheibe eines Autos. Es gebe Hinweise, dass das 32 Jahre alte Opfer aus dem Bereich des Studios kam und in das Auto einsteigen wollte, hieß es von der Polizei. In dem Wagen habe eine Frau gesessen, die unverletzt geblieben sei.